Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ich stecke noch immer in der Kampagne Men's Oberanzahn. Es zieht sich ohne Ende wiederholbare Missionen und ich versuche meistens auf jeden Fall die wöchentlichen zu machen, denn davon brauche ich nur 4 Stück machen, dann bin ich auch schon durch mit meinen 100 Punkten, die ich in der Kampagne jede Woche, Woche für Woche machen muss. Und dieses Mal ist es die erste Wiederholung von den Ruinen von Haus Oblodra. So, das haben wir gerade einmal als neue Mission gemacht und zack, in der nächsten Woche ist es dann eine wöchentliche Aufgabe geworden und die wöchentlichen Aufgaben geben natürlich die meisten Punkte. Das geht dann easy und muss man auch so sagen, die wöchentlichen Aufgaben, die gehen hier recht fix. Also 3 Kampagnenmissionen, dann noch heldenhafte, die dauern fast am längsten, die man machen kann. Und alles zusammen ergibt dann noch so ein 100% Aufgaben in Men's Oberanzahn erledigt irgendwie. Das ist die 5. Aufgabe und das geht alles irgendwie einigermaßen. Diese Missionen sind allerdings echt fix zu erledigen. Ich bin mittlerweile mit meinem Kleriker, meinem Paladin, meinem Magier und meinem Schurken in Men's Oberanzahn angekommen. Und das reicht mir auch, weil das sind ja immer dieselben Missionen, die sich da wiederholen. Und man muss auch sagen, dass selbst mit dem Paladin, der ja nur einen Tankpfad hat, irgendwie man hier einigermaßen fix durch ist durch diese Mission. Auch der Kleriker, der keinen echten Damage-Pfad hat, muss hier nicht stundenlang rumlaufen, bis er die Ruinen von Haus Oblodra durch hat. Also das geht eigentlich alles. Und ich glaube, ich bin dann auch schon wieder bei 100 Punkten, wenn ich hier durch bin. Gucken wir gleich mal. Meistens arbeite ich ja auch schon vor, dass ich in der nächsten Woche dann gleich noch was abgeben kann, dass ich dann nicht ohne Ende wieder die Aufgaben wiederholen muss, sondern dass ich so in der ganzen Woche immer so ein paar Sachen mache, dass ich am Ende der Woche dann vorgearbeitet habe und schon irgendwie, meistens habe ich fast 80 Punkte schon voll, muss nur eine dieser wiederholbaren Missionen machen. Oh, bei der Wiederholung kommt hier das Schemen des Feldwebel Nox. Beim ersten Mal war das Dristoerden, jetzt ist es Feldwebel Nox, der allerdings fast noch einfacher zu bekämpfen ist. Der hat nur einen Schlag von oben nach unten und so eine Drehwirbelattacke. Mal gucken, ob wir die sehen. Boah, bleibt doch mal stehen. Ja, er bleibt stehen. Das ist die Drehwirbelattacke. Da geht man einfach ein bisschen weg. Da sollte man nicht drinstehen. Ich werfe ein paar Messerchen und dann ist er weg. Okay, sie verändern tatsächlich was. Jetzt kam das Schemen von Catty Bree. Und dann der Endboss. Mal gucken, ob das auch noch so ist. Oder in der Wiederholbaren anders. Da ist gleich der Keval Odran. Da ist keine Catty Bree. Also noch kürzer die Mission. Cool. Ein Miniboss weniger, den man erledigen muss. Und spawnt er immer noch Gegner. Also so kleiner. Ja, okay. Er hat noch Gesocks dabei. Aber er fällt trotzdem genauso easy um. Ja, schick. Ja, das war's schon wieder mit den Ruinen von Haus Oblodra. Das geht echt fix. Ich gucke. 100 von 100. Und 700 ist kein Meilenstein, 800 erst. Also 2 Wochen lang irgendwie nur die Wiederholbaren machen. Und dann, ja, gucken wir mal, was bei 800 passiert. Beim nächsten Meilenstein. Ich wechsle mal auf meinen Magier und mache die Klippen des sternlosen Himmels. Das ist die 2. Mission, eine wöchentliche Mission. Und da muss man einfach durch die Klippen des sternlosen Himmels durch. Wobei, ob das wirklich Klippen sind, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Wir sind ja hier rein unterirdisch und so einen richtigen Fluss habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gut, soll wahrscheinlich irgendwo sein. Hier auch kein Wasserrauschen, aber egal, wir sind halt taub. So, mit dem Magier sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Das ist so der Reiz daran, wenn man mehrere Klassen spielt. Jede Klasse ist ja anders und will auch anders gespielt werden. Aber die nerven hier, die Fernkämpfer. Gott sei Dank bin ich auch ein Fernkämpfer. Haha, ich muss nicht mehr so nah ran wie mit dem Schurken. Allerdings, wenn man so lange einen Schurken gespielt hat und kann man es kaum verhindern, den Gegner nahe zu kommen. Ich muss mich immer so zusammenreißen, mich nicht direkt in die Gegner zu stellen. Das ist so schwer. Der innere Drang ist irgendwie da. Und manchmal denke ich auch, wenn ich denn so auf die Begegnungskräfte drücke, wo sind meine Messer aus dem Boden? Wo ist meine Rauchbombe? Ja, gut.
Ah, das ist immer noch derselbige. Teskin Swifthorn. Ja, ich bleib doch einfach mal stehen. Passiert auch nicht viel. Ah ja, gut. Der tat weh. Will er mich wieder überrennen, aber in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Nicht. Und gleich fällt er wieder um. Rumpum. Oder ich zuerst und dann er. Machen wir so. Geht auch. Dieser Axtwurf ist der einzige, finde ich, der richtig Schaden macht. Alles andere ist so, naja. Halt doch jetzt mal um, ich habe keinen Bock mehr. Ja, danke. Bums. So, jetzt den Gang weiter. Da lauern einfach immer so kleine Gegnertrüppchen. Damit er nicht langweilig auf dem Weg wird wahrscheinlich. Gibt auch Leute, die rennen einfach durch und ziehen alle Gegner hinter sich her. Und die rennen auch wirklich sehr, 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 sehr lange hinter einem her. Aber ich bin immer Freund davon, Gruppe für Gruppe zu bekämpfen. Und da ich das Ganze ja auch mit Kleriker und Paladin mache, ist das wahrscheinlich auch besser so. Aber da könnte es dann auch ein bisschen haarig werden, wenn so viele Gegner da sind. In so eine 5er, 6er Gruppe sind es ja meistens irgendwie, die hat man dann doch schnell umgehauen. Und diese kleine, süße, schleimige Schnecke, eine Besonderheit, die heilt sich richtig gut hoch. Und dafür geht die in so einen Zustand über, dass sie so orange leuchtet. Und im DD ist das kein Thema, die meistens vorher umzuprügeln. Wenn ich jetzt meine Daily zünden würde oder so, aber ich will mal was zeigen. Weil wenn sie das macht sie jetzt, dann die Daily drauf, dann hört sie sofort auf, sich hochzuheilen. Und das funktioniert auch. Mit nicht so starken Klassen wie meinem Kleriker, der keinen Damage-Pfad hat, oder meinem Paladin-Tank, der hier durch muss. Die brauchen halt viel länger, die Gegner umzuhauen. Und wenn dann versucht, diese schleimige Schnecke sich hochzuheilen, dann einfach die Daily draufballern und das Hochheilen hört sofort auf und man kann in aller Ruhe weitermachen. Das klappt eigentlich immer. Und damit können auch schwächere Klassen oder schwächere Charaktere tatsächlich relativ einfach diese Schnecke umhauen. Einfach die Daily aufheben, bis sie anfängt, sich hochzuheilen. Man unterbricht es, indem man seine Daily draufzimmert. Easy! So, und weiter geht's. Alle haben so eisige Füße und fallen dann um. Bumm. Wir nähern uns schon dem letzten Boss. Auch das wieder so eine wöchentliche Aufgabe. Ich meine, man hat eine Woche Zeit, die zu erledigen. Und ja, die 5 Minuten sollte man sich mal nehmen, finde ich. Weil länger dauert sowas mitunter nicht. Ich lasse mir ja noch Zeit dabei. Also andere hechten hier wirklich durch mit voller Bewegungsgeschwindigkeit und extra Bonus. Und dann geht man, dass ich herziehen und dann ist das auch binnen weniger Minuten erledigt. Aber selbst normal irgendwie 5 bis 7 Minuten Max, würde ich sagen. Absolutes Max. Ich weiß nicht genau, wie lang das Video wird, aber ich habe vor, noch die Mission Mitternachtsmarkt zu machen, also 3 wöchentliche Aufgaben hintereinander, aber ich schätze mal, das wird nicht mehr als 15 Minuten werden. Gucken wir mal. So, dann immer drauf, immer drauf, immer drauf. Krumsbums, Fresse dick und das war's schon wieder. Cool. Dank VIP. Gleich den Reisewegweiser und gleich in die nächste wöchentliche in den Mitternachtsmarkt. Manchmal ist die Ladezeit fast länger als die gesamte Instanz. Mitternachtsmarkt ist, wenn man den Weg einmal raus hat, extrem schnell zu erledigen. Den Typen braucht man nicht angreifen, der rennt hier rum, bewacht und wenn er einen erwischt, also wenn man irgendwie mit den Füßen diesen roten Bereich berührt, dann wird man zurückgesetzt und wenn es schlecht läuft, dann steht man am Anfang dieser Instanz. Aber das ist so easy. Also hier einfach warten, bis er abbiegt, dann darüber hechten, der geht da lang, man geht rechts lang, geht jetzt hinter ihm her, hält sich an der rechten Seite der Wand, der biegt nämlich ab. Wir biegen auch in dem Kreis ab, wo er geht, gehen ihm hinterher und gehen zwischen den Zelten dann einfach lang. Dumm, die dumm, oder Stände, was sind das ja für so Verkaufsstände, und jetzt einfach geradeaus.
Wenn das Timing genau so ist, dann geht der Typ dann immer in dem Moment gerade da weg und man kann einfach so um die Ecke biegen. Also gleich loslaufen, sobald ihr da gespawnt seid. Die beiden überschneiden sich in der Mitte bei diesen Kisten. Da hat man nicht allzu viel Zeit, aber es reicht eigentlich im Zweifel einmal rollen, springen, teleportieren und zack ist man durch. Und das war auch schon der gesamte Weg, ohne entdeckt zu werden. Und jetzt muss man nur noch 3 kleine Gegner umhauen und das war schon der Mitternachtsmarkt. Meine Fresse, geht so eine wöchentliche Aufgabe mit ganz vielen Punkten fix. Hut ab. So, du kriegst auf die Fresse, du auch, fall um, du, habe ich noch eine Daily, ja, weg und zack und tschüss. Okay, das war das. 3 wöchentliche Aufgaben aus Menzo Baranzan und wir sind durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.